Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf die neueste Folge von Geschichten aus Wikihausen. Und ihr seht es wahrscheinlich schon, ich bin diesmal Thema bei Wikihausen und deshalb reagieren wir auch darauf. Es ging um das Thema Wikipedia gendert, also so heißt die Folge. Und ja, der Ausschnitt, wo ich eine Rolle spiele, beinhaltet eine Debatte über das neue Selbstbestimmungsgesetz. Da habe ich nämlich etwas über das Selbstbestimmungsgesetz behauptet, was sich Markus Fiedler mal etwas genauer angesehen hat. Naja, aber das schauen wir uns gleich an. Bevor wir starten, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Abonniert mich bitte auf Odyssee, abonniert mich bitte auf Rumble. Die Links zu den Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit fangen wir auch schon mit dem neuesten, ja, mit dem neuen Wikihausen-Video an. Da sind wir auch schon im Thema. Also es geht um Konstantin Schenk. Ich habe jetzt heute gerade bei ihm das zweite Interview gegeben. Ich halte den jungen Mann für sehr, sehr fähig. Er hat einen sehr scharfen Sinn für die Fakten und schaut sehr genau auf die Themen drauf. Sein Thema ist vor allen Dingen... Naja, also das ist jetzt zu viel des Lobes. Mit Wokismus beschäftige ich mich nur am Rande und nur... Insoweit ist hier, ja, für diese ganzen Streitereien, die ich hier auf Twitch mitbekomme, Relevanz ist. Also ich sehe ja, wie wir vor allem im Internet so eine woke Cancel Culture haben, die eigentlich nie mein Hauptthema war, mit der ich mich aber jetzt notgedrungen beschäftigen musste, da diese Woken ja auch immer wieder auf mich losgegangen sind und auf Leute, mit denen ich zu tun hatte. Auch Wirtschaft und... Ja, also mit so einem scharfsinnigen jungen Herrn macht es immer Spaß zu diskutieren. So, jetzt hat er ein Interview gemacht mit jemand anders und zwar mit Jay Riddle, wer das immer auch ist in echt. Ich nehme mal an, das ist auch ein Pseudonym. Und da geht es über Wokismus und Cancel Culture. Und ab Laufzeit 28:14, also ab 28 Minuten und 14 Sekunden, hat er Folgendes zu Protokoll gegeben. Wir hören uns das Ganze mal an. Das finde ich ein bisschen affig so, ne? Wenn man es aber aus Versehen macht und es wird dir dann strikt rausgedreht und dann wirst du da als Transfeind betitelt oder sonst was, das finde ich, das geht gar nicht, so, weißt du? Ja, oder was jetzt im Selbstbestimmungsgesetz steht, dass du, wenn du den alten Namen von jemandem, der sein Geschlecht geändert hat, erwähnst, dass du das dann in bewundernswerter Art und Weise machen musst und wenn du die falsche Gestik und Mimik hast, dann eine Strafe von bis zu 10.000 Euro zahlen musst. Also das steht da drin, das finde ich auch schon leicht dystopisch, was die Einschränkung der Meinungsfreiheit angeht. Dazu wird Markus Fiedler gleich kommen. Im Gesetz steht nicht bewundernswert, sondern, also da steht nicht bewundernswert, sondern da steht herabwürdigend. Also das ist der genaue Wort des Gesetzes. Ich habe aus dem Kopf beschrieben, was ungefähr in diesem Gesetz drin stand. Wie gesagt, da hatte ich auch Schlomo zu Gast, der sich damit etwas genauer beschäftigt hat und der hat es auch richtig gesagt. Also was heißt richtig? Also ich habe es auch nicht falsch gesagt, da werden wir gleich zu kommen. Aber ja, ich habe es halt paraphrasiert wiedergegeben und nicht exakt so, wie es im Gesetz stand. Also nicht exakt so wörtlich, wie es im Gesetz stand. Und da versuchen wir jetzt einige, ja, vollkommen durchgedrehte Walkies halt einen Strick draus zu drehen. Ja, das ist auch schon der kurze Ausschnitt gewesen von dem Konstantin. Jetzt würde man als erstes fragen, wo finde ich den denn überhaupt? Und das wollte ich hier mal über die Rampe tragen und auch ein bisschen Werbung machen für seinen Kanal. Er hat zwei Kanäle auf YouTube. Das eine ist der Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Und da merkt man schon, das ist auch sein Thema. Er studiert Volkswirtschaft, so heißt das Thema. Genau, und da haben wir hier so seinen Hauptkanal und er hat noch einen alternativen Kanal, also einen zweiten Kanal. Und das ist der folgende Kanal. Das ist die sekundäre Agitation. Und da lädt er sehr viele Leute ein oder kommentiert auch das, was andere Leute online stellen. Und also ich kann beide Kanäle nur empfehlen. Das sind sehr interessante Analysen, die er da bringt. Manchmal sehr, sehr lang, wie hier oben rechts, zum Beispiel zwei Stunden für ein Video. Naja, Analyse ist zu viel gesagt. Ich reg mich über Leute in Reaktionsvideos auf. Also ja, Analyse. Na, aber danke für das Lob auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall. Die beiden Kanäle, ich hatte es gerade schon gezeigt, gibt es auch auf Odyssee. Also falls ich auf YouTube irgendwann mal gesperrt werden sollte. Das soll ja gelegentlich mal vorkommen. Das muss ihn wirklich getriggert haben. Ja, und jetzt ist ja die Frage...
wenn der sowas über die Rampe trägt und sowas raushaut und sagt, ja, da gibt's also Repressalien, wenn ich mich nicht adäquat jemandem gegenüber äußere, dann kann es sein, dass ich demnächst wegen Beleidigung vor Gericht gezogen werde. Und zwar schon in dem Falle, wenn ich jemanden das falsche Geschlecht mit dem falschen Geschlecht anspreche und wenn ich das dann nicht in höflicher, zuvorkommender und lobender Weise mache, dann bin ich schon quasi mit einem Bein vor Gericht und dann werde ich dann abgeurteilt. So, und da gibt es jemanden, der hat sich damit beschäftigt, ein einflussreicher YouTuber und Influencer, ein aufgehender Stern am Himmel der YouTuber quasi, ein neuer Star ist geboren. Ich gebe mal wieder, was er gesagt hat. Ich habe das Ganze mal rausgeschrieben im Vollzitat jetzt und dann schauen wir uns das mal an. Also, Zitat geht folgendermaßen. Ihr habt es mitbekommen, ihr habt mein Gespräch mit Bartonek gesehen und um den geht es hier auch. Und der hat mir vorgeworfen, ich hätte mit der Aussage, die ihr gerade eben gesehen habt, gelogen. Also ich hätte bewusst Unwahrheit gesagt. Ich hätte mir da, also Lüge impliziert mal erstmal Absicht und zweitens, dass es die Unwahrheit ist. Und wenn man sich das genauer ansieht, dazu kommen wir gleich noch, habe ich weder die Unwahrheit gesagt, noch habe ich damit Absicht irgendwas, also wie gesagt, wenn ich gar nicht die Unwahrheit gesagt habe, kann das gar nicht mit Absicht passiert sein, da ich, wie gesagt, gar nicht mal die Unwahrheit gesagt habe. Aber ja, dass er einem gleich die böse Intention unterstellt, das zeigt doch, wie diese Wokies argumentieren. Sie versuchen immer dem anderen das Bösestmögliche zu unterstellen. Und ja, er hätte ja auch sagen können, du hast dich unscharf ausgedrückt und ich habe hier eine andere Interpretation. Das wäre ja was, worüber man hätte reden können. Nein, aber er hat geschrien, Lüge, 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 wie Markus Fiedler, dass sie gleich eine... Ja, so, aber bei weitem nicht. Und jetzt wiederholt er nochmal den Ausschnitt von Konstantin Schenk und wir wiederholen ihn auch nochmal. Werde übrigens mit I geschrieben. Ja, oder was jetzt im Selbstbestimmungsgesetz steht, dass du, wenn du den alten Namen von jemandem, der sein Geschlecht geändert hat, erwähnst, dass du das dann in bewundernswerter Art und Weise machen musst und wenn du die falsche Gestik und Mimik hast, dann eine Strafe von bis zu 10.000 Euro zahlen musst. Also das steht da drin. Das finde ich auch schon leicht dystopisch, was die Einschränkung der Meinungsfreiheit angeht. Also, in bewundernswerter Art und Weise, Gestik und Mimik. So, Lüge, 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 Lüge. Und ob das jetzt seine Lüge ist oder ob das die Lüge aus der Honigwabe ist, die sie ihnen ins Gehirn geschissen haben, ist eigentlich scheißegal. Ja, so, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und dann stehst du halt da wie ein Vollidiot. Muss man so sagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen wiedergegeben, wie das im Original lief. Auch deswegen hier als Zitat, weil da kam immer wieder zwischendurch was anderes und dann haben da Leute dazwischen gefunkt. Das Ganze war, glaube ich, ein Livestream auf Twitch oder irgendwie auf solchen Plattformen. Ja, auf Twitch, das passt schon. Vom Rumble, Twitch, irgendwas in der Richtung. Und da kamen ständig irgendwelche Informationen rein. Deswegen war das ziemlich schwierig, also den Sinnzusammenhang mitzubekommen. Also er behauptet, dass der Konstantin Schenk hier gelogen hat. Und er bezieht sich bei dieser Lüge, die er behauptet, auf eine Bekannte, die er hier als Expertin anscheinend hat. Das ist also die Stella, Dancing with Demons. Wir wissen nicht genau, wer das ist. Ein YouTube-Kanal mit ein paar hundert Abonnenten. Also man hätte auch in den Originaltext des Gesetzes schauen können, man hätte schauen können, was das Ministerium dazu schreibt, aber ja, man kann einen YouTuber-Kollegen fragen. Also das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn ich Rainer Ernst fragen, ohne jetzt was gegen Rainer Ernst zu sagen, guter Mann, folgt ihm, aber das wäre so, wie wenn ich ihn gefragt hätte, hey, was steht da in dem Gesetz drin? Also anstatt einfach in den Text reinzuschauen. Danke an SeppiTV, dass du hier ein Abonnement verschenkt hast. Und die hat ihm da also diesen Brief geschrieben und daraus zitiert er und er sagt also anhand dieses Briefes, Lüge, Lüge, Lüge. Okay, jetzt ist ja die Frage, wie können wir uns der ganzen Geschichte nähern? Und dazu gibt es Unterlagen. Also das Einfachste wäre gewesen, er fragt mal den Konstantin Schenk. Habe ich auch gemacht. Sag mal, Konstantin, wo hast du das denn her? Dann sagt er, naja, das habe ich hierher. Und zwar Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes, einfache Regelungen zur Geschlechtsidentität und Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Das Ganze ist vom 23. August 2022 und darauf hat sich der Konstantin Schenk bezogen. Und jetzt gehen wir da mal rein. Da gibt es also das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf Geschlechtseintrag, SBGG, und da gehen wir mal vorwärts zu Seite 12 von 14. Das ist jetzt hier das Original und ich zeige es nochmal in schönen Großdruck, damit es auch jeder erkennen kann. Und der wichtige Teil ist schon
markiert. Da steht drin, so kommt etwa eine Beleidigung, Klammer auf, Paragraph 185 Strafgesetzbuch, Klammer zu, in Betracht. Dies setzt voraus, dass der Täter oder die Täterin vorsätzlich ihre Missachtung oder Nichtachtung der anderen Person zum Ausdruck bringt. Die Herabwürdigung einer Person kann sich insoweit daraus ergeben, dass die Person im Zusammenhang mit Mimik, Gestik und Tonfall falsch mit dem im Personenstandsregister geänderten Vornamen angesprochen wird. Also ihr habt es ja nochmal gehört, die genaue Wortwahl war nicht bewundernswerte Art und Weise, sondern Herabwürdigung. Aber ich habe das Gesetz halt aus dem Kopf wiedergegeben und da kann man jetzt sagen, ja, du hast dich unscharf. Ja, mag sein. Ich drücke mich halt in Alltagssprache aus. Ich bin kein Jurist, ich kenne keine Gesetze auswendig. Ich hatte da, wie gesagt, den Schlomo zu Gast, habe dann auch auf das längere Interview verwiesen. Aber ja, jede kleine sprachliche Unschärfe beim Feind, die ist für die Wokies immer gleich Lüge, Lüge, Lüge. Aber sie selbst können andere Leute, die überhaupt nichts damit zu tun haben, als Nazis, als Rechtsextreme, als sonst was verleumden, ohne dass es sie groß stören würde. Also diese Leute haben zur Wahrheit ein komplett taktisches Verhältnis. Also das zeigt ja allein schon diese Wortwahl Lüge, 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 Lüge. Selbst wenn es falsch gewesen wäre, heißt das ja nicht, dass ich da intentional was Falsches verbreitet hätte, also gelogen hätte. Also selbst das zeigt schon, dass diese Leute wirklich in bösartigster Art und Weise dem anderen immer das Schlimmstmögliche unterstellen, um die Person diskreditieren zu können. Diese Leute gehen auf das Ansehen der Person, anstatt sachlich zu argumentieren, wie es normale Leute machen würden. Also diese Leute sehen Sprache nicht als Mittel zum Informationsaustausch, sondern sie sehen Sprache als Waffe, mit der sie den Gegner vernichten können. Also das ist tatsächlich das Vorgehen dieser Leute und das sollte man auch ganz klar kritisieren. Danke nochmal an SebiTV, dass du Brotjan ein Abonnement geschenkt hast. Und der Konstantin Schenk hat daraus interpretiert, dass man das immer in höflicher, zugeneigter und in lobender Form sozusagen erwähnen muss, ansonsten steht man vor Gericht. Ich halte das für eine zulässige Paraphrasierung, denn die Frage ist hier, wie werden Gerichte urteilen? Also wir sind in einem Bereich, der eigentlich sonst überhaupt nicht vor Gericht verhandelt werden würde. Es ist vollkommen abwegig, sowas vor Gericht zu verhandeln, denkt man bis jetzt. Und jetzt plötzlich kommt ein Gesetz, was so formuliert ist, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, das vor Gesetz zu verhandeln. Jetzt würde man sagen, ja, das ist aber normalerweise kommt das nicht vor Gericht. Ja, aber wie man so schön sagt, ich habe schon Pferde kotzen sehen, ja, und auch auf dem Rathausplatz. Warum? Richter urteilen sehr häufig nach der Stimmungslage in der Politik. Und es ist eben nicht so, dass diese Säule der Gewaltenteilung, dass die wirklich unabhängig ist. Und das haben wir in Deutschland ein ganz großes Problem. Spätestens seit dem Urteil gegen den Richter in Weimar, der ein sehr unbequemes, für die Politik unbequemes Urteil zum Thema Maskentragen in Schulen gefällt hat. Der ist ja jetzt mit Pauken und Trompeten aus seinem Amt entfernt worden, was ich für ein schlimmes politisches Urteil halte. Und ja, dazu kommen noch, dass Staatsanwaltschaften beispielsweise weisungsgebunden sind. Also das ist ja auch was man immer da mit bedenken muss. Und die oberste Ebene, das Bundesverfassungsgericht, ist sowieso politisch ausgewählt, das ist auch systemisch so vorgesehen, dass das zur Hälfte vom Bundestag und Bundesrat gewählt wird, dass da also eine politische Beeinflussung drin ist. Ich erinnere mich da an schlimmste Zeiten in der DDR zurück, wo man sowas vielleicht gemacht hat. Also da haben wir durchaus Parallelen, das sehe ich zu. So, und jetzt haben wir also dieses neue Gesetz hier. Wie wird ein Richter urteilen, unabhängig davon, ob er das vertritt, die Meinung oder nicht, wenn er noch Karriere machen möchte? Würde er sagen, das ist totaler Schwachsinn, wenn da jemand kommt und sagt, ich fühle mich aber beleidigt, der hat mich mit dem falschen Geschlecht angesprochen oder gar mit dem falschen Namen, der stand früher mal bei mir im Pass, aber heute nicht mehr. Oder wird er sagen, nein, also das ist garantiert eine Beleidigung, was haben Sie denn da gemacht, das können Sie doch gar nicht machen, das kostet jetzt Strafe. Also ich halte das für eine sehr zulässige, für eine durchaus zulässige Interpretation der ganzen Sachlage. Und da muss man einfach sagen, da hat der Konstantin Schenk hier einen Punkt gemacht. Ja, also das entspricht tatsächlich den Tatsachen, was er gesagt hat. Es ist zwar seine Interpretation dessen, was hier steht, aber ist doch sehr nah an dem Text. Und das, was der Influencer hier aus dem Netz dazu gesagt hat, halte ich für eher abwegig. Ja, also um es mal auf den Punkt zu bringen. Und
wie soll ich sagen, also man sucht sich Experten, die einen Sachverhalt darstellen und anhand dieser Experten fällt man dann ein Urteil. Das kommt mir doch ziemlich verdächtig vor. Das ist also so wie dieses, das ist diese Methode, die in den Leitmedien stattfindet. Also wenn Sie in den Leitmedien irgendein Thema haben, zum Beispiel das Thema Covid-19, ja, und da gibt es jetzt Fakten, die sprechen eindeutig gegen das, was Sie bisher verbreitet haben. Also zum Beispiel, das hatten wir ja, sind die Impfungen nebenwirkungsfrei? Das kann man jetzt inzwischen auf YouTube sagen, nein, das sind sie nicht nebenwirkungsfrei. Das ist jetzt inzwischen auch eindeutig nachgewiesen. Es gab aber eine Zeit, da wurde erstmal das Video da dazu gesperrt, ja, und dann wurde behauptet, das ist alles grober Unfug, weil Karl Lauterbach sagt doch, die Impfungen sind so gut wie nebenwirkungsfrei. Genaue Begründung war, die WHO sagt was anderes. Also wenn du was anderes als die WHO gesagt hast, dann wurdest du wegen Desinformation gesperrt. Das war tatsächlich die offizielle von YouTube. Und es handelt sich ja natürlich nicht um die exakten Richtlinien der WHO, sondern um YouTubes Interpretation dieser Richtlinien. Also es ist doppelt problematisch. Nicht nur, dass hier eine Organisation ohne jede demokratische Legitimation als Referenzpunkt herangezogen wird, sondern schlimmer noch, YouTube interpretiert diese Richtlinien dann so streng, dass es bestimmte Kanäle sperren kann und andere Kanäle nicht. So, und wenn man jetzt andere Tatsachen auftut und diese Tatsachen veröffentlicht, tja, was kann man machen? Entweder man muss das berichten und wahrheitsgemäß berichten, dass der Karl Lauterbach da eigentlich vollkommenen Blödsinn erzählt hat, oder aber man holt sich einen Experten, der, sagen wir mal, im Sinne von Karl Lauterbach berichtet, ja, und der Experte wird es dann so verklausuliert darstellen, dass der Zuschauer, der unaufmerksam ist oder vielleicht auch der aufmerksame Zuschauer gar nicht merkt, dass das, was der da erzählt, mit dem Originalsachverhalt gar nicht übereinstimmt. Also oberste Regel, wenn Sie recherchieren, dann gucken Sie immer im besten Falle in die Originalquelle. Und das, was wir hier vorliegen hatten, war die Originalquelle. Jemand, der als Experte irgendetwas beurteilt und sich dann auf diesen Experten zu beziehen, das können Sie machen, nachdem Sie die Originalquelle gezeigt haben. Und wenn dann die Expertenmeinung deutlich abweichend ist von der Originalquelle, dann sollten Sie vorsichtig sein. Was wir in diesem Falle vorliegen haben, ist sogar noch der Fall, dass eigentlich die Expertenmeinung gar nicht so weit weg war von der Originalquelle, aber der YouTuber und Influencer das vollkommen falsch interpretiert hat und dann am Ende zu einem noch falscheren Ergebnis kommt mit dem Thema Lüge, Lüge, Lüge. Ja, vielleicht kommen wir mal zur ersten Take-Home-Message in diesem Zusammenhang. Und zwar würde ich sagen, es geht hier um Sprachpolizei und Sprachwillkür. Und das Ganze kommt mal wieder aus dem angloamerikanischen Raum. Es wird Zwang ausgeübt, eine vollkommen willkürlich eingeführte Sprachregelung zu verwenden. Wer es wiederholt ablehnt, einen dogmatischen Sprachpolizisten auf die ihm genehme Weise anzusprechen, wird mit staatlichen Repressalien belegt. Wer diese Neusprechsprachregelung gering schätzt und dies eventuell in Gegenwart eines Menschen macht, der hierauf besonderen Wert legt, läuft ebenfalls Gefahr, wegen Beleidigung verurteilt zu werden. Und jetzt haben wir eine Parallele zu dem, was wir in der Wikipedia sehen. Und zwar geht es hier tatsächlich um Lustgewinn, glaube ich. Also der Hauptantrieb bei dieser Sache ist Lustgewinn durch Machtausübung. Und das haben wir bei den Wikipedianern auch gesehen. Also die Leute, die da schreiben, die wissen, dass sie über die Wikipedia Macht ausüben kann. Und hier kommt jetzt was ganz Neues. Ich zwinge Leute zu einem bestimmten Neusprech, zu einer Sprache, die es vorher nicht gab, weil sie halt nicht natürlich entstanden ist, sondern sie wird von oben oktroyiert. Sprache ist eigentlich immer von unten nach oben entwickelt worden. Nee, so pauschal stimmt das auch nicht. Also beispielsweise die Tatsache, dass wir hier überall das gleiche Hochdeutsch sprechen, das ist vom deutschen Staat tatsächlich im Bildungssystem herbeigeführt worden. Vorher wurden ja überall in Deutschland unterschiedliche Dialekte gesprochen, doch die wurden nach und nach verdrängt. Die wurden zurückgedrängt. Also das ist übrigens auch ein Grund, warum in Süddeutschland mehr Dialekt gesprochen wird als in Süddeutschland. Weil in Norddeutschland die meisten deutschen Staaten nach und nach unter dem Label Preußens relativ schnell vereint wurden. In Süddeutschland sind die anderen deutschen Kleinstaaten erst 1871 mit der Reichsgründung dazugekommen. Also das ist ein Grund, warum in Norddeutschland heute ja fast überall das gleiche Hochdeutsch gesprochen wird, aber in Süddeutschland das noch ziemlich stark davon abweicht. Natürlich wird da auch das gleiche Hochdeutsch gesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. Die Bayern sprechen immer noch Bayerisch, auch in Baden-Württemberg, die Leute sprechen eher noch Dialekt.
In Norddeutschland ist das, es gibt zwar Plattdeutsch, aber das kann fast keiner mehr. Also ich kann es nicht, meine Eltern können es nicht, meine Großeltern verstehen es noch, aber können es flüssig sprechen auch nicht. Also das ist nach und nach verdrängt worden. Entwickelt sich aus dem, was da tagtäglich stattfindet. Und jetzt kommt von oben jemand und sagt, du musst dich aber so verhalten. Wenn du es nicht tust, dann bist du vom, dann zieh ich dich vor Gericht, ja. Und ich prophezeie, dass das auch stimmt, was der Konstantin auch sagt und auch befürchtet. Ich glaube, dass die Gerichte so urteilen werden, dass zumindest in einigen Fällen Leute dafür verknackt werden, wenn sie jemanden falsch ansprechen. Und es reicht ja vollkommen aus, dass derjenige, der falsch angesprochen wurde, dass der das Gefühl hat, dass er falsch angesprochen wurde und sich beleidigt fühlt. Ne? So, und dann haben wir doch also wirklich starke Parallelen zum Roman 1984, Neusprech. Tja, und dann kommen wir wieder zurück zum Thema Zitat von unserem Influencer und dann stehst du dann halt da wie ein Vollidiot, muss man so sagen. Tja. Deswegen habe ich eigentlich auch nie auf Bartonek inhaltlich reagiert. Ich dachte, ich mache kurz eine Diskussion und lege sein Geschäftsmodell offen, versuche die Zuschauer, die versachliche Argumente zu erreichen und allen anderen halt klarzumachen, was das für eine Art der Diskurszerstörung ist, die dieser Mann versucht zu betreiben. Und dann lasse ich es auch. Ich habe ja danach auch, soweit ich mich entsinne, auch nicht mehr auf ihn reagiert und habe auch nicht vor, das in Zukunft zu tun. Einfach weil man mit dem nicht vernünftig reden kann. Einfach weil es Zeitverschwendung ist, sich mit seinen Thesen genauer zu beschäftigen. Er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Oder er reißt irgendetwas aus dem Kontext und interpretiert dann das Schlimmstmögliche da rein. Also entweder er lügt gleich direkt oder er reißt irgendein Zitat aus dem Kontext, interpretiert da irgendwas etwas rein, was so überhaupt nicht gesagt wurde, um den anderen dann moralisch zu diskreditieren, um ihn als verachtenswerte Person darzustellen. Also ihr seht diese klare Freund-Feind-Dichotomie, klares Gut-Böse-Denken. Der hat auch einen Talk auf seinem Kanal hochgeladen, der den Titel trägt, Die guten Leute müssen lauter sein. Oder die guten Leute müssen lauter werden, irgendwie sowas. Also das offenbart schon sehr schön, dass er selbst sich als der Gute sieht und alle anderen, die ihm widersprechen, die eine andere Meinung haben, die haben nicht einfach eine andere Meinung, die sind einfach böse. Also das ist diese Woke-Ideologie, die man auch immer wieder ansprechen und entlarven muss. Aber Bartonek ist da eine der Low-Hanging Fruits, die ich, glaube ich, nicht so häufig behandeln werde. Da behandle ich lieber Leute wie Dekadent, die dann leider Gottes doch wesentlich mehr Menschen erreichen. Ja, gehen wir etwas weiter. Meine Frage war ja eigentlich, in dem Gesetz kam etwas drin vor, in dem Text dazu, und zwar das Thema Misgendern. Ich kenne das nicht. Was ist Misgendern? MT aus HB schreibt es auch. Ja, das wird auch sehr interessant. Also jetzt im zweiten Teil geht Markus Fiedler jetzt nicht auf das ein, was im Selbstbestimmungsgesetz steht, sondern auf das, was in der Wikipedia zu dem Thema steht. Aber was du gerade im Chat schreibst, da hast du völlig recht. Wenn sich jemand als divers eintragen lässt, wird das sehr spannend. Ob ens oder they, them oder skier, they oder ja, solche komischen Pronomen dann auch ja, verwendet werden müssen. Ob du das einfordern kannst, dass die verwendet werden. Danke an Seppi TV, dass du MT aus AB auch ein Abonnement spendiert hast. Worum geht es da? Und dazu gibt es tatsächlich einen Artikel in der Wikipedia. Den gucken wir uns mal an. So sieht er aus. Das ist die Version vom 16.05.2024. Unten finden Sie eingeblendet die Quelle, wie übrigens bei uns immer unten die Quelle eingeblendet ist. Ja, und hier steht Misgendern. Quelle hat Stella Dancing with Demons irgendwann mal gesagt, als ich privat mit ihr gesprochen habe. Das ist keine gute Quelle. Oder Misgendering, eine eingeenglischte, also wie nennt sich das? Denglisch, ne? So nennt man das. Beschreibt das Adressieren einer Person auf eine Weise, die nicht zu ihrer Geschlechtsidentität passt. Es kann beabsichtigt oder unbeabsichtigt passieren und betrifft im besonderen Maße Transgender und nicht-binäre Menschen. Nicht binär, binär 2, also Menschen, die meinen, sie hätten nicht eins dieser beiden Geschlechter. Ja, ich meine, wie sie sich fühlen, ich bin da auch sehr tolerant, die können sich fühlen, wie sie wollen, solange sie mich damit zufrieden lassen. Ja, also wenn ich als Biologe auf den Fall drauf schaue und da sagt jemand, ich bin aber
weder männlich noch weiblich, dann würde ich sagen, gut, gib mir doch mal einen Tropfen Blut oder vielleicht irgendwie eine Haarschuppe oder eine Hautschuppe. Oder mir reicht auch schon eine Zelle von der Mundschleimhaut, mach mal einen Abstrich ganz kurz, dann gucke ich mir es unter dem Mikroskop an. Vielleicht erwische ich ja eine Zelle, die irgendwie gerade in der Metaphase ist in der Zellteilung und dann sehe ich halt die Chromosomen und dann kann ich sehen, ach, gucke mal, XY, ne, junger Mann, Sie sind ein Mann, der halt meint, er wäre kein Mann, okay, oder ich sehe X und X-Chromosomen, dann sage ich, okay, das ist eine... Ja, jetzt wird Markus Fiedler als Transfeind gecancelt. ist ja so, du kannst biologische Fakten aufzählen und schon bist du ja auf Twitch ein Transfeind, das ist unglaublich. Also ich habe jetzt gerade keinen Scherz gemacht, auch wenn ich da gerade gelacht habe. So gehen diese Leute wirklich vor. Also ich wurde als Transfeind bezeichnet, weil ich gesagt habe, wir sollten netter mit Leuten umgehen und sie nicht als Transfeinde verleumden. Was macht Neiter dann? Verleumdet mich dann als Transfeind. Also diese Leute sind völlig vom Schuss, mit denen kann man nicht normal reden. Das kann man nicht häufig genug betonen. Eine junge Frau vielleicht, ja, und die meint aber, sie wäre keine junge Frau. Ja, also biologisch interessiert mich nur das, was in der Genetik drin ist und wer halt fortpflanzungsfähig ist. Also zwei Individuen gehören dann zu einer Art, wenn sie gemeinsam fruchtbare Nachkommen zeugen können. Das ist die Regel. Alles andere interessieren Biologen nicht, ja. Und ob das jetzt Individuen sind, dass sie weder Männlein, also die denken, dass sie weder Männlein noch Weiblein sind, das interessiert mich dann als Biologe herzlich wenig. Aber ich toleriere das. Also ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr mich mit dem Kram zufrieden lasst und nicht auch noch behauptet, das wäre dann ja Übergriffigkeit in mein Fach, dass dann jemand sagt, ja, aber es gibt doch tatsächlich ein biologisches Geschlecht, ein weiteres, was halt weder mit XX noch mit XY-Chromosom zu tun hat. Wo die Regel ist relativ einfach, nochmal so für die Leute, die es noch nicht begriffen haben. Also wenn sie mit X- und Y-Chromosomen auf die Welt kommen, dann sind sie männlich. Also wenn sie mit Y-Chromosomen auf die Welt kommen, sind sie männlich. Kommen sie nur mit X-Chromosomen auf die Welt, sind sie weiblich. Kommen sie ohne X-Chromosomen auf die Welt, kommen sie gar nicht auf die Welt. Ja, das ist eine ganz einfache Regel eigentlich. Das galt bis vor ein paar Jahren. Jetzt ist es irgendwie ganz schwierig geworden. Okay. Gut, in dem Artikel, den ich gerade erwähnt habe, steht folgendes. Wow, okay, der würde hier jetzt einhaken und sagen, ja, es gibt doch Sonderfälle, Fälle, einer von 10.000 Fällen, da ist auf, da gibt es ein Mann-Chromosom. Ja, das sind Ausnahmefälle. Die müsste man dann in eine Definition mit reinbringen, hat Markus Fiedler gerade nicht gemacht. Aber das wäre der Punkt, wo jeder Woke jetzt empört dazwischen schreien würde. Folgendes drin. Auch Deadnaming, da ist dieses Wort wieder, ich kannte das nicht, auch Deadnaming oder die Nichtverwendung selbstgewählter Pronomen oder Neopronomen werden als Form des Misgenderns bezeichnet. Misgendern kann absichtlich oder unabsichtlich geschehen, insbesondere wiederholtes und absichtliches Misgendern wird häufig als Mikroaggression unhöflich oder belästigend wahrgenommen. So, jetzt ist die Frage, geht da jemand, weil er das als Mikroaggression wahrnimmt, vor Gericht deswegen, weil er beleidigt fühlt? Gut, jetzt habe ich geguckt, da taucht ein Wort auf, das nennt sich Neopronomen. Hier in der Mitte steht das, Neopronomen. Was sind denn Neo? Neo ist neu, neue Pronomen, also neue Fürwörter. Was soll das jetzt? Und da habe ich mal nachgeguckt und persönliche Pronomen und Anrede. Und hier sieht man dann was. Es gibt also dann Pronomen wie they. Ich lese mal von oben vor, viele sich als nicht-binär definierende Personen beanspruchen, mit genderneutralen Pronomen, Fürwörtern bezeichnet und angeredet zu werden. Etwa jede zehnte nicht-binäre Person möchte ohne Pronomen nur mit Namen angeredet und beschrieben werden. Da gibt es also zum Beispiel das singuläre Pronomen they. Oder generisches he oder singuläres they oder Genderfair-Sprache im Englischen. So, da gibt es also jetzt, das Ganze kommt wieder aus dem angelsächsischen Sprachraum und dann kommen hier solche Sachen wie, they are a singer. Halt zurück. They are a singer. Okay, also für jemanden, der einzeln ist, bisschen seltsam. So, und dann geht es also auch noch weiter. Da gibt es noch mehr von diesen Dingern. Ich lese das mal vor hier als Zitat. Die neutralisierende X-Form wurde im deutschsprachigen Raum ab 2014 vor allem von Len Hornscheid aufgegriffen. Quellenangabe 109. Hornscheid bezeichnete sich selber als Profex Drex für Professor Doktor.
und schlägt auch weiterhin vor, weibliche und männliche Wortendungen durch ein X zu ersetzen, beispielsweise Dex Radfarex statt der. Also was meint ihr, geht leichter über die Lippen? Dens Radfarenz oder Dex Radfarex? Also beantwortet es mir gerne im Chat. Die Radfahrerin. Das ist jetzt schon, also soll ich jetzt als jemand, der sagt, also ich möchte dann doch irgendwie in der deutschen Sprache verhaftet bleiben, das auch so übernehmen? Oder soll ich jetzt hier so Skolfex und Ex-Einkaufskorb, beziehungsweise Enskolfens und Ex-Einkaufskorb. Einige von euch werden das Beispiel von Imp kennen, der das irgendwie andauernd gebracht hat. Asterix Deutsch sprechen. Da endet ja auch alles auf X. Idefix, Asterix, Obelix, Trubadix. Soll das so sein? Profex, Drex, für Professor Doktor, für Prof Dr. Also, gut. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Person als Gegenüber und Sie möchten nicht vor dem Kardinal landen. Das Einzige, was ich Ihnen empfehlen kann, sprechen Sie die Person am besten gar nicht an. Ja, wenn Sie wissen, da ist so jemand, sagen Sie auf Wiedersehen. Am besten nicht auf Wiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen. So. Ansonsten landen Sie vor dem Kadi. Es mag sein, dass ich hier eine etwas einsame Proposition habe, aber ich glaube, das ist weniger ein biologisches Problem. Das haben wir ja schon festgestellt. Es ist mehr ein Problem mit der Psyche der Person. Ich glaube, da ist es verhaftet. Ja, zweites Mal, wo man ihn eindeutig als transfeindlich canceln würde. Das darfst du nämlich nicht sagen. Also obwohl die WHO bis Jahren noch von einer psychischen Störung gesprochen hat. Also mittlerweile spricht man da von einem psychischen Zustand oder wie das medizinisch heißt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bin kein Mediziner. Hab mich auch nur kurz dazu informiert, einfach weil ich dieses Thema so ein bisschen absurd fand. Aber ja, auch die WHO hat bis vor wenigen Jahren von einer psychischen Krankheit gesprochen. Also ja, also nach Meinung dieser Leute ist die WHO dadurch eindeutig transfeindlich. Also das, daran wird es liegen. Tja. Gut, gehen wir mal ein Stück weiter und jetzt lesen wir weiter vor. Ab 2009 entwickelte Ili Anna Heger das Personalpronomen Xier, Xisa, Xim, Xin zusammen mit dem Possessivpronomen Xisa, Xise, Xis und dem Artikel- und Relativpronomen der, dies, dem, dien. Dir, dies, dem, dien. Okay. Es gilt als eines der wenigen durchdeklinierten Neopronomen und findet gelegentlich Verwendung in Presseberichten über nicht-binäre Personen und bei Übersetzung entsprechender fremdsprachiger Bücher, Filme und Comics. Ich habe schon eine Menge Bücher gelesen. In keinem einzigen kamen solche komischen Konstrukte davor. Also wenn ich ein Buch lese, mit diesen Wörtern, also das ist, müssen Sie selber entscheiden, ob Sie das flüssig lesen können oder ob Sie sagen, das ist ja unglaublich, ja, also will ich das? Also da führt jemand künstlich neue Begriffe ein und jetzt kommt die nächste Stufe, wenn Sie das nicht so benutzen, wie diejenigen wollen, dann kann es sein, dass Sie sich beleidigt fühlen und dann kann es sein, dass Sie vorm Kali landen, ja. Der Influencer und YouTuber würde jetzt sagen, Lüge, Lüge, Lüge. Aber, vielleicht kann es sein, dass wir die Flöhe husten hören, aber ich glaube doch eher, dass das im wahrscheinlichen Bereich liegt. Wir haben ja gesehen, wie momentan Gesetze eingeführt werden. Das geht immer mit Salamitaktik, immer schön Schritt für Schritt weiter und bis dahin, dass sie am Ende in einer vollkommen dystopischen Welt leben. Die Frage ist, ob wir dahin wollen. Ja? Toleranz heißt ja auch nicht nur, dass ich Toleranz üben muss gegenüber jemandem, der meint, er wäre weder männlich noch weiblich, sondern irgendwas anderes. Kann er gerne denken, habe ich keine Probleme mit. Aber ich erwarte auch von dem die Toleranz, dass er merkt, okay, also der Junge möchte einfach nicht seine Sprache ändern. Der spricht mich einfach genauso an. Ne? Also dann darf er gerne wählen zwischen er und sie und es. Aber etwas Weiteres werde ich nicht verwenden. Also ich bleibe bei der deutschen Sprache, ja. Und vielleicht entwickle ich mich ja auch irgendwann weiter, wenn dann in 20, 30 Jahren die Leute vollkommen anders Deutsch sprechen. Aber bisher muss ich das nicht, ja. So.
Okay, also wir sind wieder bei der Zusammenfassung. Es ist tatsächlich Sprachpolizei und Sprachwillkür. Ich wiederhole mich ein bisschen. Also ich glaube tatsächlich, es geht hier um die Ausübung von Macht und um den Lustgewinn bei der Ausübung von Macht. Tja, Wiederholung macht den Meister. Gucken wir uns doch mal an. Also Sprachpolizei und Sprachwillkür. Es geht um die Parallelen zum Roman 1984. Es wird Zwang ausgeübt, eine vollkommen willkürlich eingeführte Sprachregelung zu verwenden. Also es ist Neusprech. Eigentlich sind wir tatsächlich hier in einem elementaren Bereich, was George Orwell schon vorweggenommen hat. Und mit solchen Sprachneuregelungen können sie natürlich wunderbar die Gesellschaft in eine ganz bestimmte Richtung dringen. Denn das, was sie sich sprachlich artikulieren können, das können sie auch denken. Und wenn sie jetzt Denkverbote aufstellen, also sagen, das oder jenes darf nicht mehr gesagt werden, dann hindern sie auch die Leute effektiv daran, bestimmte Gedankengänge auszuformulieren für sich selber. Ja? Also wenn sie bestimmte Denkmuster dadurch unterbrechen, dass sie bestimmte Begriffe verbieten oder bestimmte Sprechweisen verbieten, dann wird das schwierig. Es gibt Sprachen, die haben schon in ihrer Anlage größere Schwierigkeiten, differenzierte Zusammenhänge vernünftig zu artikulieren. Das ist zum Beispiel das Englische. Das ist nicht ganz so eindeutig wie das Deutsche oder zum Beispiel Französisch oder Russisch. Das sind alle Sprachen, die relativ eindeutig sind. Du kannst auch Spanisch mit dazu nehmen. Das Englische ist ein bisschen schwammiger, alleine dadurch, dass halt weniger Fälle existieren. Ne? So, und dann haben wir genau das Ding, also das, woher kommen die großen Philosophen, könnte man fragen. Tja, ne? Also meines Wissens dann doch eher aus dem deutschsprachigen Bereich, aus dem französischsprachigen Bereich, aus dem russischsprachigen Bereich. Da wird vielleicht was dran sein, dass die Sprachen einfach differenzierter auf... T. aus AB schreibt gerade, die bedeutendste deutsche Erfindung im 21. Jahrhundert, das erste durchdeklinierbare Neopronomen. Mal sehen, ob man dieses... beziehungsweise mich würde es nicht interessieren. Ich finde es sehr interessant, dass man die meisten Neopronomen, das kann man ja dem Wikipedia-Artikel von vorhin entnehmen, dass man die nicht mal durchdeklinieren kann. Ich meine, das ist ja völlig absurd, wenn du da eine neue Kunstsprache erfindest und dann zu faul bist, eigene Flamme auch noch zu erfinden. Also die hätte man wenigstens mit dazu erfinden müssen, sonst kann man es ja gleich lassen. Also jetzt mal unabhängig davon, wie sinnvoll man diese Neopronomen jetzt finden mag. Wenn, dann sollte man da doch ein fertiges Rezept anbieten. Das gleiche gilt für irgendwelche Gender-Schreibregeln. Dann sollte man doch wirklich erstmal festlegen, wie man das in allen Fällen anwendet und nicht sagen, so, wir machen da jetzt ein Sternchen hin und wie dann bestimmte Worte geschrieben werden, das wird nicht allgemein festgelegt. Dann hat man eben ein riesiges Chaos, was ja auch die intellektuelle Faulheit zeigt, mit der die Leute, die sich solche komischen Sprachregelungen ausdenken, da rangehen. Also die wollen der Gesellschaft hier irgendeine neue Sprache aufdrücken und legen da nicht mal klare Regeln fest, nach denen sich die Gesellschaft richten soll. Auf bestimmte Themen eingehen können, also dass man da differenzierter formulieren kann. Und wenn sie jetzt anfangen, diese Sprachen zu regulieren und sagen, das darfst du nicht mehr sagen, das darfst du nicht mehr sagen, das darfst du nicht mehr sagen, dann haben sie überall diese mentalen Stoppschilder und die Leute haben Schwierigkeiten mit dem Denken. Und vor dem Hintergrund... Stimmt, die Leute, die sich für sowas interessieren, können die also solche komischen Sprachregelungen, wie das Gendern, wie irgendwelche neuen Pronomen, können die solche Ideen nicht erstmal in irgendeiner Kunstsprache ausprobieren? Können die nicht erstmal sich an Esperanto ranwagen und dann in Esperanto irgendwelche neuen komischen Sprachregelungen einführen, bevor sie es dann bei einer echten Sprache machen? Also wenigstens so viel Rücksicht könnte man doch auf andere Leute nehmen, die einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen. Grund, dass wir gerade, was Deutschland anbelangt, wir haben ein Land, was keine Rohstoffe hat. Das einzige Fund, mit dem wir wuchern können, ist die Ausbildung der jungen Menschen zu Fachleuten, in was auch immer. Ja, und diese Fachleute sind dann hoffentlich besser als die meisten Fachleute weltweit auf diesem gleichen Gebiet. Und damit kann man dann Geld verdienen, indem man bestimmte Rohstoffe veredelt zu was anderem. Und wenn sie das jetzt unterbinden, indem sie halt Sprachregelungen einführen, dann entziehen sie diesem Land den wichtigsten Rohstoff, den es gibt, nämlich auch Bildung. Ja, Bildung und vor allen Dingen Bildung, die auch so weit geht, dass Leute nicht nur einfach einen Schalter drücken können, sondern auch frei denken können. Und dieses freie Denken führt zu neuen Erfindungen. Wenn sie freies Denken blockieren, blockieren sie neue Erfindungen.
Also das ist nicht wirklich das, was ich von was ich von einer zivilisierten Gesellschaft erwarte. Jetzt gucken wir uns mal an, wer schreibt denn eigentlich bei diesen Missgendern? Und das ist sehr interessant. Der Autor ist, also es gibt verschiedene Autoren, also erstmal ist das hier der Artikel und da sehen Sie, okay, der ist angelegt worden von einem gewissen Polil Bill, das steht hier unten rechts. Hat dann erstmal gleich 5300 Buchstaben reingeschrieben. Und wenn wir jetzt schauen, wer schreibt denn da, dann ist es genau dieser Polil Bill mit 88,7% Anteil am Gesamtartikel, was die Zeichen anbelangt. Es gibt auch ein paar andere Leute, die wir kennen. Also zum Beispiel ist dieser m2k.de-Wiki, der ist auch bekannt, der taucht schon häufiger. Ja, okay, da kommt jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Ich glaube, wir können damit zum Abschluss vorspringen. Dieser Polil Bill, der hat zwar relativ viel geschrieben, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass es ist, also irgendwelche Auffälligkeiten, außer dass der eine Schreiber ganz viel geschrieben hat, konnte Markus Fiedler nicht finden. Der Schreiber verhält sich auch relativ normal. Hat früher eher wenig geschrieben, jetzt glaube ich eher mehr. Schaut euch die ganze Folge von Wikihausen selber an. Ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Also das dürfte kein Problem sein. Ja, richtige Auffälligkeiten hat er noch nicht gefunden. Da ist, glaube ich, weitere Recherche notwendig. Aber Markus Fiedler und Dirk Pohlmann wollten sich ja jetzt erstmal mit den beschäftigen, die ja auch international aktiv sind. Deswegen wird es, glaube ich, noch etwas dauern, bis zu diesem Woke-Phänomen noch was kommen wird. Aber ja, war ja ein erster interessanter Ausflug in dieses neue Thema, was, glaube ich, auch für Twitch-Streamer ganz interessant sein könnte, weil sich hier auf Twitch ja dauernd damit beschäftigt wird. In dem Sinne, teilt gerne das Video von Markus Fiedler auf den Discord-Servern anderer Streamer, empfehlt ihnen das. Markus Fiedler, ich hatte ihn auch schon zweimal hier im Talk. Wie gesagt, ist ein total lieber, mit dem kann man, beziehungsweise ich kenne ihn nicht persönlich, aber mit dem konnte man gut über Sachen reden. Wir haben auch privat noch ein bisschen geredet. Also es ist nicht nur im Vor- und Nachgespräch, sondern auch abseits davon. Ich kann absolut nichts Negatives über ihn sagen. Und vielleicht werde ich ihn in einigen Monaten hier wieder zu einem Gespräch begrüßen. Dann vielleicht mal zu einem anderen Thema und nicht wieder zu Wikipedia. Also Dirk bereitet da gerade was vor, wenn er gerade mal wird, nicht für Free 21. Okay, zum Schluss geht es jetzt noch um Free 21 und dann kommt der Abspann. Also in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Folgt gerne Wikihausen, die haben auch eine eigene Website. Abonniert die gerne. Folgt mir auf Rumble und Odyssee. Die Links finden sich wie immer in der Videobeschreibung und in der Kanalbeschreibung. Mein Rumble und mein Odyssee-Account, den findet ihr also auf jeden Fall. Das wird für euch kein Problem sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.